Ja, hallo, ich glaube, wir haben 9 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem Online-Konzert heute Abend aus dem Kulturcafé in Mainz. Ich darf mich für die Einladung bedanken beim AStA Mainz und beim kompletten Team des Kulturcafés. Und wir haben auch ein Technikteam, das werde ich später nochmal erwähnen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier für Sie spielen können. Und wir sind das Martin Lejeune 3 oder Trio. Wir haben am Schlagzeug Max Jensen, am Bass Bastian Weinig und der Namensgeber Martin Lejeune. So, das erste Stück, was wir spielen werden, heißt Indian Vibe. Ist eine Komposition von mir und beschreibt so ein bisschen das Auf und Ab einer Beziehung. Es sind nicht die Indian Vibes gemeint, sondern tatsächlich die Frauen, Indian Vibe. Ja, können Sie sich vielleicht vorstellen, was da so abgeht im Beziehungsleben. Viel Spaß.
Thank you.
Ja, vielen Dank. So kann es gehen mit der Frau im Haus. Fällt mir gerade ein Reim ein. Mit der Frau im Haus ohne Applaus. Das macht nichts. Ich denke an alle Zuschauer und ich freue mich total, wenn Sie vor Ihren Laptops, Festrechnern etc. sitzen. Vielleicht empfiehlt es sich auch nicht nur den Kopf, diesen kleinen Lautsprecher vom Smartphone zu hören, sondern Kopfhörer aufzusetzen. Wir haben das hier ausgecheckt. Unser Technikteam hat sehr gute Arbeit geleistet, glaube ich, und man kann sich das ganz toll anhören. Stereoanlage etc. So, jetzt fehlt mir ein bisschen die Überleitung. Secret Love heißt ein alter Broadway-Standard. Und den wollen wir Ihnen zum Besten geben. Wir spielen ansonsten Stücke aus meiner Feder, aber der Standard, der Jazz-Standard, liegt mir besonders am Herzen und das wollen wir Ihnen jetzt mal vorspielen, wie wir die Geheimnisse der Liebe erkunden. Sie sehen, es geht weiter mit dem Thema Liebe, wie so oft in der Musik. Der Titel heißt My Secret Love. Thank you.
Das nächste Stück trägt einen sehr tragischen Titel, Angelinas Requiem. Ist aber gar nicht so tragisch gemeint, weil es ist eine Musik, die ich schreiben durfte für eine Inszenierung am Theater Basel, ein Kinderstück. Wir haben das 2009 schon aufgeführt, dieses Stück, das ist also eine Weile her. Und ich dachte mir auch, zu schade, um das wegzuschmeißen, das Stück, das werden wir nochmal ausgraben. Und habe das nochmal hier für diesen Abend arrangiert, für unser Trio. Die Angelina ist ein Name, der eigentlich gar nicht in ein Wilhelm-Hauff-Märchen so reinpasst, das ist ganz klar. Aber Angelina war eine Protagonistin, die wir uns ausgedacht hatten für diese sehr gelungene Inszenierung. Und die stirbt einen sehr tragischen Tod. Und wie das im Märchen aber so ist, kommt nachher der Gute und weckt sie wieder auf. Und das ist auch so gemeint, damit die Kinder natürlich auch mit einem positiven
Dings irgendwie rausgehen aus dem Theater. So, aber erstmal ist Drama angesagt und dafür wurde Musik gebraucht und das ist eben dieses Requiem. So hängt das zusammen. Und jetzt spielen wir Ihnen das mal vor. Thank you.
Vielen Dank. So, ich komme nicht umhin, noch eine Geschichte zu erzählen, weil ich das eigentlich immer ganz gerne mache. Jetzt weiß ich aber nicht ganz genau, ob Sie diese Geschichten gut finden, weil ich sie ja nicht merke, spüre. Die vierte Wand im Theater, sagt man. Aber ich denke, ich kann das kurz erzählen. Es war einmal in Bitburg, in meiner Heimatstadt. Ich hatte mit 14 Jahren unter dem Christbaum eine Gitarre liegen. Das hat mich unfassbar gefreut. Und ich hätte eigentlich viel früher angefangen, aber ich hatte Angst vor den Noten. Also ich bin eigentlich ein Spätzünder. Und es gab im Musikhaus Hand den Werner Lentes, der hat mir die ersten Gitarrenstunden gegeben. Und das war ein dreimonatiger Gitarrengrundkurs auf der akustischen Gitarre. Und die Belohnung zeigte sich im Laufe der Zeit war, dass man am Ende, weil wir haben nur ein Lied gelernt in dem Kurs, das war House of the Rising Sun. Und der Klassenbeste durfte das auf der E-Gitarre spielen. Jetzt waren wir zwei, der Thomas und ich, und ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall war die Entscheidung sehr schwer. Ich glaube, wir haben es beide gespielt. Wir waren beide irgendwie die Klassenbesten. Jedenfalls hat mich das so gekickt, dass ich von der E-Gitarre eigentlich auch nicht mehr losgekommen bin. Und das Stück verfolgt mich also schon eine Weile. Und ich habe mir gedacht, das ist eine prima Grundlage, um selbst ein Stück daraus zu bauen. Das heißt, bei mir nämlich, there was a house in New Orleans. Jetzt stellen Sie sich vor, die GEMA sagt, das Haus auf New Orleans, gibt's doch schon. Und ich sagte, entgegne, nee, das ist nicht das Haus auf New Orleans, sondern das heißt The House of the Rising Sun, das Stück. Und das ist von den Animals und das lernte ich im Gitarrenkurs. Und mein Stück heißt There Was a House in New Orleans und das bezieht sich auf den Wirbelsturm Katrina. Die Katrina hat nämlich das Jazzquartier einfach mal umgeblasen und da war ich auch sehr erschüttert. Und eigentlich habe ich das Stück deswegen geschrieben. So, jetzt haben wir doch eine sehr lange Geschichte erzählt. Wir spielen jetzt Musik. There Was a House in New Orleans, komponiert von Martin Lejeune. Thank you.
Vielen Dank. So, noch eine Geschichte, aber diesmal etwas kürzer. Das folgende Stück ist einer Dame gewidmet, die mich sehr beeindruckt hat wegen ihrer großen Zivilcourage. Sie hat nämlich einfach gegen das Gesetz verstoßen, hat sich auf ihr Schiff begeben, Flüchtlinge gerettet und ist dafür eingesperrt worden. Das Stück ist für Carola Rakete, die tapfere Kapitänin, und heißt Samba für Rakete. So, Zeit für was Ruhiges, was Soliges. Vielleicht lehnen Sie sich jetzt in Ihr Sofa zurück, schnappen sich Ihre Liebste, haben Sie ganz doll lieb und träumen Sie mit uns
stellen sich vor, der Kamin ist an, sie kommen nach Hause. Ihre Frau sagt, come in, take off your shoes, sit in front of the fire. Das ist nämlich der Text zu dem Lied und keine Sorge, ich werde das jetzt nicht singen. Es ist aber auch wieder aus einer Theatermusik entstanden, in der Szene, wo Jesus von Texas, der angeblich seine Schulkameraden in einem Attentat erledigt hat, beschuldigt wird und zum Tode verurteilt werden soll. Das Ganze dreht sich aber, er war es gar nicht. Und seine Freundin ist die Einzige, die an ihn glaubt und singt ihm dieses Lied. Deswegen auch der Text und so dieses super romantische. Okay, viel Spaß mit Come In. Thank you.
So, wir kommen langsam zum Ende unseres schönen kleinen Konzertes. Es ist ja ein überschaubares Stundenformat. Die Zeit verging uns wie im Fluge. Wir bedanken uns nochmal bei allen. Ganz besonders der Asta Mainz. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das komplette Team des Kulturcafés, an die Tontechnik, an die Bildregie, an alle, die beteiligt waren. Ich finde es super, dass wir das machen können und wünsche auch den Zuschauern draußen Spaß gehabt zu haben. Sie können das Ganze nachhören, später bei YouTube auch, oder erzählen Sie das weiter, leiten Sie es weiter, teilen Sie das, gehen Sie auf unsere Webseiten etc. Sie hörten heute Abend Max Jensen am Schlagzeug, Bastian Weinig am Kontrabass. Mein Name ist Martin Lejeune. Dankeschön. So, noch was mit zum mit nach Hause einpacken. Mit zum Nachhause nehmen, sage ich immer, aber Sie sind ja schon zu Hause. Deswegen sage ich mal, das Stück ist einem Phänomen gewidmet, einem medizinischen Phänomen, nämlich dem Schluckauf. Das Wort hat mir so gut gefallen. Wenn man das auf Englisch ausspricht, klingt es viel interessanter. Und auch die Melodie erinnert irgendwie daran, dass man so ein bisschen Schluckauf hat. Und das heißt Spasmodic Hiccup Bounce. Damit verabschieden wir uns. Wiedersehen. Thank you.